Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute haben wir den 12. September mit einer Ausgabe am Sonntag. Mario hatte mich daran erinnert. Mario? Hier, wo die Hand leuchtet. Und Mario hat mich dann natürlich auch ein paar Themen ausgraben lassen. Ein Thema war, dass in Teruel diese Woche der erste 380er in seinem Leben gestartet ist. Vorher sind sie alle nur gelandet. Den Flugplatz gibt es ja auch erst seit Anfang der 10er Jahre, also ich glaube 2012 oder sowas ist eröffnet worden. Leider von der British Airways, nicht von der Lufthansa. Lufthansa will oder hat, ich bin jetzt nicht ganz up to date, den A380 in Frankfurt, der da geparkt war, den wollen sie nach darüber fliegen oder der ist dann rübergeflogen schon. Keine Ahnung, ihr könnt das ja unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das wisst. Und der Flieger soll dann da stehen. Damit wäre dann die Lufthansa-Flotte komplett da. Dann haben wir noch als Thema die ITA, der Nachfolger der Alitalia. Ganz gut, dass sie nur der Nachfolger sind, weil die Alitalia muss 900 Millionen nachzahlen. Dann die Aktionäre der Boeing haben gegen Boeing geklagt wegen der 737 MAX. Das ist sogar vor Gericht stattgegeben worden. Dann haben wir nochmal den lustigen Michael O'Reilly, den Irren, so muss ich es richtig formulieren. Der hatte gesagt, with who? Also with er kannte er nicht, war natürlich nur ein Scherz. Und auch EasyJet, er hatte da vorausgesagt, dass EasyJet vielleicht sogar pleite geht, aber auch, dass es eine Fusion gibt innerhalb der nächsten 5 Jahre im Low-Coster-Bereich. Dann haben wir natürlich heute, weil gestern war ja der 11. September, 20 Jahre nach dem Anschlag in Amerika auf die World Trade Center und dann war es nochmal aufs Pentagon und dann die eine Maschine, die da irgendwo in Pennsylvania im Feld gelandet ist und zerschellt ist. Da wollen wir auch nochmal kurz drauf eingehen, was es für Veränderungen gab, die wir heute noch haben. Ein bisschen so resümieren, was die guten alten Zeiten waren. Und dann natürlich aus der Welt der Meilenpunkte und des Status haben wir die United Plus Aktion, die wir euch heute vorstellen wollen. Und wie immer kommt jetzt natürlich, Mario, was? Das Intro. Willkommen zurück zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Das ist Mario Hoffmeister und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ihr merkt gerade schon, wir müssen ein bisschen improvisieren, weil mein Headset habe ich mir, ja, wie soll ich sagen, ich habe es mir klauen lassen, glaube ich. Ich habe es liegen lassen, dann ist es weg. Ganz dumm. Deshalb muss ich halt immer gucken, dass wir ein bisschen den Hall uns verzeihen heute, weil wir da quasi manuell immer mein Mikrofon wegschalten. Dann wisst ihr ja wie immer, nachdem wir die schmerzlichen Verluste gesprochen haben, das, was ihr tun solltet, ist wie immer, ihr solltet unseren Kanal abonnieren. Danke denen, die es schon abonniert haben. Aber kontrolliert auch, dass ihr die Glocke gedrückt habt, dass ihr den Beitrag hier liked und vor allem wie immer unten kommentiert. Ich muss mehr so in die Mitte, da in ein Bild. Schneidet ja immer ab, ist ja leider nicht 16 zu 9. Ja, Mario, das erste Thema. Welches Thema möchtest du als erstes anschneiden? Ja, ich glaube, ein Thema, was du in der Vorschau gar nicht angeschnitten hast, aber über das wir uns auch unterhalten wollen, würden, können, tun, nämlich ein etwas, ja, kann man sagen, lustiges, dass ein Mann sich bei der Edelweiß vom Flug nach Zürich in der Toilette eingesperrt hat und ja, verbarrikadiert hat. Da muss ich sagen, unsere These ist ja betrunken. Sowas kann man ja eigentlich nicht tun, wenn man nüchtern ist. Ein unangenehmer Zwischenfall. Das Flugzeug musste in Graz zwischenlanden, für die restlichen Passagiere immer sehr ärgerlich. Hattest du schon mal so etwas an Bord? Und vor allen Dingen, wie findest du diesen aktuellen Fall? Ehrlicherweise hatte ich das in der Form nicht, dass sich jemand auf der Toilette verbarrikadiert hatte. Ich hatte aber nach dem 11. September immer auf Flügen geguckt, ob Leute auf der Toilette länger bleiben. Und da hatte ich in der Tat einen Fall, wo jemand über 15 gefühlte längere Minuten, also es waren 15, ich habe die Zeit gestoppt, auf der Toilette war. Aber der kam dann Gott sei Dank raus und so wie er aussah, war ihm einfach nur schlecht, Gott sei Dank. Das soll passieren. Das war so mein Ding. Und gerade auch, als das passiert ist, das ist, glaube ich, gestern passiert oder ist das heute passiert?
Das müsste heute passiert sein, ne? Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es halt so, natürlich 11. September, 12. September ist da eine gewisse Ja. Korrelation und deshalb lieber better safe than sorry. Der Flug sollte von Larnaca nach Zürich gehen. Man ist dann in Graz zwischengelandet. Man hat den Kollegen dann auf die ÖBB, SBB geschickt. Vielleicht ist er auch mit der Deutschen Bahn noch durch Deutschland gefahren. Ich weiß es nicht genau. Aber es stand im Artikel auf dem Aerotelegraph, dass er dann mit dem Zug unterwegs gewesen sei. Das bringt uns auch zu dem Thema 11. September. Da können wir auch einfach mal drüber sprechen, weil das jetzt einfach Ja. thematisch passt. Mario, wie waren deine Erfahrungen nach dem 11. September? Was hat sich für dich am meisten geändert, wo du gesagt hast, schade, dass das jetzt so ist, wie es ist? Ja, insbesondere was sich ja sehr stark geändert hat, was ich immer etwas nervig finde, sind die, ja, quasi die Dinge, die du nicht mehr mit an Bord nehmen kannst, zumindest nicht mehr in größeren Mengen, also dass du nur noch diese flugzeugtauglichen Mengen an, weiß ich nicht, Shampoo, Parfüm oder sonst was mitnehmen kannst, keine Flüssigkeiten mehr. Das empfand ich immer schon als etwas nervig, verständlich natürlich, aber so ist das, wobei das scheinbar auch nicht, insbesondere auch bei den Amerikanern nicht ganz so gut klappt. Ich weiß mal, dass meine Frau zum Beispiel aus Versehen eine halbe Liter Flasche Wasser mit an Bord genommen hat, die trotz Nachkontrolle den Kollegen nicht aufgefallen ist. Also habe ich dann auch immer ein etwas komisches Gefühl. Ansonsten kann ich das natürlich schon alles nachvollziehen. Am Anfang gab es ein paar lustige Episoden, als ich danach wieder in die USA geflogen sind. Da haben die Flugbegleiter immer, wenn zum Beispiel jemand aus dem Cockpit aufs WC gegangen ist, dann immer entweder so ein Netz vor die letzte Galley geschoben oder zwei Wägelchen, sodass man da nicht einfach so langlaufen konnte. Man hätte dann schon einen Hechtsprung über die Wagen machen müssen. Man hat einiges getan. Aber ja, ich weiß es nicht. Die Sicherheitsmaßnahmen fand ich in Europa ohnehin schon mal etwas stärker als in den USA. Am Ende stört es mich nicht, wenn es der Sicherheit dient. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also in der Tat, man hat ja die Cockpit-Türen seitdem verstärkt, hatte natürlich dann andere Auswirkungen, wie wir leider von der Eurowings, nicht nur Ja. den Germanwings wissen. Und ja, das ist das Hauptdilemma in meinen Augen, dass man nicht mehr so einfach im Cockpit mitfliegen kann, wie es früher der Fall war. Das ist schade, oder wir erinnern uns ja, dass die Tür einfach aufgeblieben ist. Das heißt also, Ja. die haben sich einfach umgedreht, Daumen hoch und alles und dann Attacke. Aber auch mit den Flüssigkeiten, das ist richtig, das ist ein Riesenproblem in meinen Augen, dass das nicht mehr mitgenommen werden kann. Auch ein anderes Dilemma, wobei das nicht ein 9-11 ist, das ist ja eher, als der Kollege da mit der Unterhose und so Ja. weiter kam. Also insofern, das ist eine, aber eins, was mich am meisten, ja, also, was ich schade finde wirklich, ist das Thema, dass man in Amerika konntest du ja wirklich Freunde, Bekannte, Verwandte bis zum Boarding bringen. Du musstest nur durch die SIKO gehen, es wurde kein Ausweis kontrolliert, gar nichts, Boardingpass nicht kontrolliert. Du bist durchgegangen, du konntest in die Lounge gehen, es alles problemlos möglich. Oder wenn du auf jemanden gewartet hast in den USA, du bist einfach bis zum Finger gegangen, hast gewartet, bis die rausgekommen sind. Das war eine coole Sache, geht heute nicht mehr. Auf der einen Seite Gott sei Dank, weil wenn man überlegt, wie lange die Schlangen schon alleine mit den Leuten sind, die wirklich wegfliegen. Oder Ja, in aber der Tat. und insofern, das ist so die 9-11-Geschichte. Deshalb sollten wir uns daran erinnern, wie die goldenen Zeiten vielleicht nicht so golden dann waren. Alles hat Vor- und Nachteile. Aber auch hier wieder für euch der Hinweis unten in den Shownotes. Da solltet ihr euch verewigen mit Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema. Dann haben wir als nächstes Thema, in meinen Augen, wir beschneiden relativ wenig Ryanair oder Wizz Air oder diese Low-Cost-Carrier an. Warum? Ganz einfach, weil das nicht unsere Welt ist. Aber Michael O'Leary ist ja immer wieder für einen Spruch ganz gut. Und Vielen Dank.
Er hatte halt auf die Frage with air und so weiter halt gesagt, with who. Die ungarische Billig-Airline ist für ihn doch schon ein Konkurrent, ein Wettbewerber, nicht nur ein Marktbegleiter. Zumal man ja auch sieht, die Wizz Air mit Airbus arbeitet, O'Leary mit Boeing. Boeing ihn aber gerade geschasst hat. Er wollte, glaube ich, 250, 150, ich weiß nicht mehr, also eine absurde Zahl an Flugzeugen kaufen bei Boeing. Hat dann aber aufgrund des hohen Preises, der wahrscheinlich immer noch günstig war im Vergleich zum Listenpreis, abgelehnt. Hatte dann mit Airbus gedroht. Und insofern weiß er natürlich, was Wizz Air macht, weil er da natürlich mit denen sich ja in einer Art und Weise die Marktbeobachtung macht. Mario, wie findest du das, was Michael O'Leary macht, beziehungsweise wie stehst du zu seiner Aussage, dass in den nächsten 5 Jahren da ein Zusammenschluss kommt, beziehungsweise einer auch den Markt verlässt als Low-Cost-Carrier? Ja, wir sind ja uns ja durchaus auch da mal wieder einig. Ich bin ja kein großer Fan dieser Low-Cost-Flieger. Den O'Leary aus rein Marketinggründen habe ich ja durchaus eine gewisse Sympathie, weil er schafft es natürlich auch immer mit Provokationen, sich in den Medien nach vorne zu bringen. Und you know, auch schlechte Nachrichten sind im Grunde gute Nachrichten, weil man sich halt ins Gespräch bringt. Ja, was seine Aussage angeht, ob es in den nächsten Jahren auch dort zu Veränderungen kommt, da würde ich gar nicht widersprechen. Genauso wie es bei den Premium-Fluglinien ja zu weiteren Konzentrationen kommt, ist das bei den Billigfluglinien sicherlich auch der Fall. Wobei, und du weißt ja, ich bin da kein großer Fan von, ich zitiere dich ja da immer gerne, Fliegen ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg. Und ich halte das Geschäftsmodell von Billigfliegern ohnehin für etwas problematisch. Fliegen soll günstig sein, kann auch günstig sein, gar keine Frage. Aber diese Billigfliegerei mit dem Hineinfärchen von Leuten, dem nur sehr begrenzter Mitnahme von Sprit, so dass es dazu zu problematischen Situationen kommt. Da bin ich nicht so der Fan von. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hat sich natürlich das Ryanair-Konzept bewährt. Der Mann hat dafür gesorgt, dass viele Leute, insbesondere auch junge Leute, in den Sommerferien quer durch Europa fliegen können. Hat sozusagen ein bisschen das Interrail abgelöst. Man ist halt schneller von A nach B. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da zu einer Konzentration kommt, dass am Ende wahrscheinlich nur Ryanair übrig bleibt. Wizz Air, ich weiß nicht, ob das nur eine wirkliche Konkurrenz ist, weil sie ja so zwar deckungsgleich bei einigen Flughäfen sind, aber Wizz Air sich ja doch relativ stark nach Mittel- und Osteuropa ausbreitet oder dort ihre Ziele hat. Insofern könnten vielleicht beide gut nebeneinander leben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ansonsten glaube ich schon, dass wir so eine Situation haben, vielleicht auch wie in den USA, wo es ein, zwei wirklich ganz große Billigflieger gibt und der Rest hat halt so ein Nischendasein zu Destinationen, wo die anderen dann halt nicht hinfliegen. Ja, also ich sehe die beiden nicht wirklich als Konkurrenten in der Tat. Sehe natürlich Ähnlichkeiten beim Konzept, sehe bei den Ungarn allerdings dann in der Tat auch die Ausrichtung mehr Richtung Osten anstatt Richtung Westen. Diese EasyJet-Geschichte, dass sie natürlich an einigen Flughäfen groß vertreten sind und damit natürlich einen Nachteil haben, sehe ich auch so. Die sind auch nicht gewachsen. Hatte allerdings auch was mit dem deutschen Markt zu tun. Sie sind gewachsen mit der Air Berlin, sind aber dann quasi durch die Übernahme mussten sich natürlich erstmal wieder so ein bisschen fangen. Man hat aber auch gesehen in meinen Augen, dass man mit einem guten Konzept, und das Wizz Air-Konzept ist ja unheimlich spannend. Ich habe zum Beispiel Kunden, die fliegen ab Dortmund sehr gerne mit Wizz Air. Also insofern könnt ihr da auch eure Meinung zuschreiben. Dann beim Thema Bankruptcy bzw. Wie heißt das so schön bei krisengeschüttelten Fluggesellschaften, müssen wir einmal auf Philippine Airlines hinweisen. Die haben fast ja, den Flugbetrieb eingestellt. Da ist ja ein Millionär, Milliardär, keine Ahnung. Dahinter hat sogar in New York Chapter 11 gemacht, will die Fluggesellschaft durch Schrumpfung, aber auch durch Flottenverkleinerung, aber auch der Firmenverkleinerung wieder neues Leben einhauchen. Ich persönlich bin mit den Philippine Airlines nie geflogen, habe zu denen keine Meinung,
Aber daran sieht man, dass es halt auch ja, Fluggesellschaften treffen kann, die, wie soll man sagen, ja, doch durchaus Legacy Carrier sind. Also insofern, das geht nicht nur dann EasyJet so, dass die vom Markt verschwinden. Aber nochmal, nicht, dass wir jetzt Noch EasyJet totschreien. ist EasyJet nicht weg. Und ich kenne durchaus einige, die finden EasyJet gar nicht so schlecht. Die fanden das immer besser auf bestimmten Strecken, auch innerdeutsch, als die Eurowings. Also insofern gibt es da auch durchaus natürlich geteilte Meinungen. Und die Lufthansa, ja, nun würde ich die Eurowings nun nicht eins zu eins mit Ryanair vergleichen, aber es geht ja eher in diese Richtung als, sage ich mal, in die Richtung von Emirates, was die Eurowings angeht. Insofern ist der deutsche Markt natürlich sicherlich auch, was die Billigflieger angeht, hart umkämpft mit der Lufthansa, Eurowings, EasyJet, die aber im Moment ja keine deutschen, innerdeutschen Verbindungen fliegen, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann natürlich die Kollegen von Ryanair, die ja mittlerweile sogar von Frankfurt fliegen, was wir ja wissen, der Lufthansa auch nicht so zwingend recht war. Da ich kein EasyJet-Freund bin, habe ich da jetzt ehrlicherweise ein Manko, das gebe ich ganz offen zu. Ich würde jetzt mich bescheiden durch Schweigen rausholen, aber auch hier wieder erfahrungsgemäß Kommentarspalte da reinschreiben. Ihr seht, sorry, wir sind halt Connoisseure in der Luft, das heißt, wir fliegen mit Fluggesellschaften, die vermeintlich 5 Sterne haben oder echte 5 Sterne haben. Insofern Ja. mache ich jetzt einen harten Cut, mache auch einen Themenwechsel für alle, die mehr Status, mehr Punkte und vor allem auch mehr Meilen haben wollen, egal in welcher Reihenfolge, es funktioniert immer. Gibt es natürlich von den Freunden der Marriott-Gruppe im Moment einen Sale, 25%. Man muss da bis 27. Oktober handeln. Da gibt es dann immer so Rabatte. In Österreich sind dann zum Beispiel Hotels dabei, wie das Four Points in Dornbirn oder aber auch in Wien zum Beispiel. Das ist eine Meridian, was mein Hotel ist, wenn ich in Wien bin und nicht im Anders bin. Sheraton Grand Salzburg kann ich empfehlen, sehr, sehr schöne Lounge. Imperial in Wien auch wieder, immer eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und rund in Deutschland scrolle ich einfach mal durch für euch, damit ihr wisst, welche Hotels da sind. Da ist in Aschheim das Moxy in München Messe. In Berlin ist es das AC Hotel Berlin, Humboldthallen Courtyard, Berlin City Center, Hotel am Steinplatz, das ist ein Autograph Collection, Sheraton Berlin Grand, Esplanade, auch ein sehr schönes Hotel, sehr schöne Lounge, Moxy Berlin Ostbahnhof, wo ich auch mal war. Auch hübsches Ja. Hotel von der Lage her, fand ich es spannend. Und das Westin Grand war mein Hotel vor ein paar Jahrzehnten, hätte ich fast schon gesagt, ist aber jetzt im Als du Moment noch jung irgendwie warst. nicht mein Hotel. Düsseldorf, Essen, Frankfurt. In Frankfurt gibt es eine ganze Latte. Wobei lustig finde ich, dass hier das Element Frankfurt Airport erwähnt ist. Die Bude ist zu. Also nur so als sachdienlicher Hinweis. Also insofern das zu dem Thema. Da Hotels natürlich mein Thema ist und Fliegen aber mein Thema auch ist, würde ich jetzt erstmal kurz einen harten Cut wieder zur Fluggesellschaft machen. Und da gibt es ja eine Aktion von der United, wo man Prämienmeilen kaufen kann. Man kriegt sogar 100% Bonus, gekauft werden muss bis zum 28. September. Da gibt es in der ersten Kategorie einen Bonus für 30%, dann ab 5000 Meilen in Tausender Schritten. Dann ab 15.000 Meilen gibt es einen Bonus bei 60% und ab 30.000 Meilen, die man kauft, gibt es 100% Bonus und man kann höchstens jedoch pro Jahr 175.000 United Mileage Plus Meilen kaufen. Es lohnt sich natürlich immer, wenn man auf die 100% geht. Mario, hast du irgendwann schon mal Meilen gekauft? Punkte, Status? Nein, bislang noch nicht. Entweder habe ich mir den Status erflogen oder erwohnt. Bislang bin ich da noch nicht in die Verlegenheit gekommen, wobei ich das nicht grundsätzlich ablehnen würde.
wenn es was bringt, in bestimmten Fällen zu einem Status zu kommen, den man kaufen kann, wenn man ihn danach dann natürlich auch nutzt. Du weißt, ich halte nichts davon, sich einen Status zu kaufen, um des Statuswillens. Man sollte ihn dann auch in irgendeiner Art und Weise einsetzen. Was nützt mir ein Status bei einer Fluggesellschaft, wenn ich kaum fliege, oder bei einer Hotelgruppe, wenn ich kaum auswärts übernachte? Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum man diese Meilen kaufen sollte. Man sollte die Meilen kaufen, wenn man zum Beispiel bei der Lufthansa einen First-Class-Flug kaufen möchte. Die werden ja mittlerweile 30 Tage wieder vor Abflug freigeschaltet. Also insofern, da hat man schöne Verfügbarkeiten, neue Ziele kommen. Gibt ja auch wieder mit Bangkok ein Ziel, was mal eventuell interessant ist, weil die mit geimpften Leuten quasi eine Einreise ermöglichen. Dann gibt für mich immer wieder den Hinweis beim Meilenkauf: Kauft Meilen immer nur, wenn ihr einen Use Case habt. Wie Johannes immer zu sagen pflegt, Use Case, Use Case, Use Case, weil Meilenkonten sind keine Konten, auf denen ihr Zinsen bekommt. Im Gegenteil, da wird devaluiert. Zum Beispiel IHG hat ja wieder so einen Fall, wo bei Cash and Points eine Devaluierung stattgefunden hat, so durch die Hintertür. Also insofern da wirklich nur das investieren, weil das Geld könnt ihr für andere Dinge eventuell benutzen. Insofern, da würde ich einfach mal schauen. Die Frage hatte ich auch im Forum. Wenn ihr auf Meilen fliegt, gibt es keine Meilen für den Flug. Das heißt also, ihr kriegt nur Meilen, wenn ihr ein Revenue-Ticket fliegt. Ich sage es nur noch mal, weil die Frage kommt bestimmt auf WhatsApp. Und da gilt für mich der Hinweis für euch, wie immer: Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte habt, kommentiert einfach unten in den Show, unter den Shownotes in der Kommentarspalte oder schreibt einfach per WhatsApp. Auch uns, da antworten wir auch. Viele schreiben auf WhatsApp, verstehe das gar nicht, warum sie nicht unten in die Kommentarspalte schreiben. Wäre doch cooler auch für uns. Ja, Mario, was bleibt dir als Resümee zu dem Punktekauf und zu den Leuten, die auf WhatsApp schreiben? Zu den Leuten, die auf WhatsApp schreiben, ja, was soll ich dazu sagen? Wir sollten vielleicht mal eine etwas größere Gruppe machen, dann kann ich dich damit unterstützen. Ansonsten hast du natürlich recht, kommentieren hier unten, das ist immer das Allerbeste. Und ja, mein Kauf, wie gesagt, es lohnt sich natürlich immer, wenn man tatsächlich dann einen Flug im Anschluss machen will, gerade natürlich ein Business- oder ein First-Class-Flug, wenn man günstig die Meilen kaufen kann, ist das ohne Frage immer empfehlenswert. Und ja, die Ziele, du hast es gesagt, der werden Gott sei Dank langsam wieder ein wenig mehr. Insofern gewinnt dann auch eine solche Aktion wesentlich mehr an Attraktivität. Da muss ich mir einfach sagen, ganz genau. Also insofern, ich freue mich, wenn wir da in irgendeiner Art und Weise wieder mehr Flugbewegung bekommen, aber auch wenn ihr mehr kommentiert, schreibt natürlich in Gottes Namen auch auf WhatsApp. Ich freue mich auch, wenn ihr auf WhatsApp schreibt. Also insofern kein Problem. Und ihr wisst ja, Mario hat sein Essen heute bestellt. Ich weiß, ist schon da oder? Nein, noch Nein, nicht, noch nicht, nicht, noch nicht, aber aber ich ich warte warte jede Sekunde, jede dass der Sekunde, dass der Pizzabote klingelt. Pizzabote klingelt. Wir sind aber auch schon am Ende und deshalb bleibt einfach nur noch der Hinweis: Danke, dass ihr das mit dem kleinen Tonproblem so hinnimmt. Ich habe versucht, das immer hin und her zu switchen. Ich hoffe, das hat geklappt, nicht an jeder Stelle. Aber ansonsten, ihr wisst ja wie immer: Subscriben, Glocke an, liken und kommentieren. Wichtig ist beim Kommentieren immer diese Handbewegung nach unten. Mario hat sie darauf hingewiesen. Also ansonsten danke, danke, dass ihr eure Zeit uns gegeben habt und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Ich würde sagen, morgen. Wir sollten uns nicht so lange Zeit lassen und geben dann wieder gerne neueste Infos. Vielleicht passiert ja bis dahin auch noch was ganz Besonderes. Insofern stay tuned und wenn ihr uns ja nicht nur geliked habt, sondern auch die Glocke anhabt, dann bekommt ihr ja immer mit, wenn wir wieder on air sind. Insofern danke fürs Zuschauen und Zuhören und ja, schönen Sonntagabend noch. Ich wollte schon spoilern, dass wir vielleicht einen Business-Class-Vergleich Ach machen für die. so, das wolltest du schon machen, ja? Du wolltest schon spoilern. Ja, bitte, dann spoiler ein bisschen. Nee, ich habe ja schon gespoilert. Wir sind ja quasi jetzt Ach so. durch. Ich sage einfach nur Danke und. Ciao.